Der Winterbacher Freundeskreis besucht dieses Jahr Lyon. Mit dem TGV sind wir eingereist und die erste Hotelübernachtung ist im Radisson Blue Hotel Lyon. Schnell einchecken, aufs Zimmer und den ersten Ausblick aus dem 34. Stock genießen. Und da sind wir gespannt auf die morgige Stadtführung. Hier der Bahnhof, da sind wir angekommen. Es sind nur 200 Meter bis zum Hotel. Für unsere Gruppe wurde extra ein langer Tisch gerichtet. Und wie in Frankreich üblich, bezahlt nur einer. Oder man muss das Geld zusammenlegen. Schnell noch ein Blick auf unseren morgigen Frühstücksraum und dann ein Blick auf die andere Seite bei Nacht und wir sehen die ersten Highlights. Das Hotel Bichoux war seit dem Mittelalter ein Hospital und weithin sichtbar thront die Basilika Notre Dame über Lyon. Morgenstund hat Gold im Mund. Um 5 Uhr stehe ich auf, wage den ersten Blick auf die Stadt und dann begebe ich mich auf einen Spaziergang an die Rhone vor. Vorbei an einer großen Kirche und ganz interessant, ein Opus fährt hier gerade vorbei. Und frühmorgens wird der erste Flohmarkt aufgebaut. Und hinter dem Tor von 1890 verbirgt sich die Präfektur. Sie ist für alle Fragen der Verwaltung zuständig. An der Pro Wilson habe ich die Rhone erreicht. Jetzt im Morgenlicht das alte Hospital. Und auch in Frankreich werden Graffiti gemalt, die hier mühsam abgestrahlt werden müssen. Seit dem Mittelalter steht hier ein Hospital. Um 1640 wurde es neu errichtet und so steht es heute noch. Und es ist das größte und historischste Gebäude der Stadt Lyon. Heute das Hotel Dieu. Im Morgenlicht thront die Basilika stolz über Lyon. Berge, Karren blitzen, sieht aus wie ein Olympiabau, aber es ist nur ein öffentliches Schwimmbad. Die Anlegestelle für die Flusskreuzfahrtschiffe ist erreicht und da werden wir bald abfahren. Langsam wird es Zeit zum Frühstück und so mache ich mich auf den Rückweg zum Hotel. Sehe noch, wie an der Rhone Marktstände aufgebaut werden und der Bierdurst war auch gewaltig. Nach dem Frühstück machen wir uns auf zur berühmten Markthalle vorbei am ersten Spannbetongebäude Frankreichs. Sitz des Orchesters Lyon mit großem Konzertsaal. Ein absolutes Muss, Besuch der 1970 neu erbauten Markthalle. Sie wurde nach dem berühmtesten aller französischen Köche, Paul Bocuse, genannt. Die Markthalle ist ein gastronomisches Dorf im Herzen der Hauptstadt Galliens, wie Lyon in Frankreich oft genannt wird. Die Lyoner Gourmet-Säle liegt eindeutig vor uns. In ganz Frankreich
ist kaum eine ähnliche Hochburg der Gastronomie zu finden. Und wir haben schon gefrühstückt. Das wäre etwas gewesen. So müssen wir uns mit einem Trink an der Bar zufrieden geben und machen uns dann auf die Wanderung zum Rathaus von Lyon. Es liegt auf der Halbinsel zwischen Rhône und Saône. Auf dem Rathausplatz findet man eine faszinierende Mischung aus historischer Bedeutung und modernem Leben. Umgeben von zwei der wichtigsten Lyoner Gebäude, dem Hotel de Ville, dem Rathaus und dem Museum der schönen Künste. Der Bartholdi-Brunnen steht mitten auf dem Rathausplatz. Nachdem wir streng kontrolliert wurden, durften wir den Innenhof besichtigen. Ich komme an einer Pizzeria vorbei, sehe einen schönen Pizzaofen, den muss ich natürlich aufnehmen. Hinter dem Rathaus kommt gleich das Theater und eine Schauspielerin macht dafür Reklame. Zurück am Schiff bestellen wir ein Großraumtaxi. Mit dem wollen wir zur Basilika hochfahren. Ein anderer Teil unserer Gruppe ist inzwischen mit dem E-Bike unterwegs. Vorbei am Polizeipräsidium. Schon im 11. Jahrhundert entstand die erste Marienkapelle auf diesem Hügel hier. Die Geschichte der Weißen Basilika begann aber erst im Jahre 1643, als eine Pestepidemie in der gesamten Gegend um Lyon wütete. Eine Gruppe Frauen betete die Jungfrau Maria an. Lyon wurde von der Pest verschont. Zum Gedenken an dieses Wunder errichtete man die Basilika hier. Der Innenraum der Basilika ist prächtig ausgestattet. Die hohe Decke, die Säulen und Wände sind reich bemalt oder mit viel Gold, Mosaiken und Statuen verziert. Das Licht fällt durch große Buntglasfenster mit biblischen Motiven in den Raum. So ist die Wirkung gerade an sonnigen Tagen beeindruckend, wenn man im Kirchenschiff nach oben schaut und das farbige Licht auf das Gold der Verzierungen trifft. Thank you.
tief beeindruckt verlasse ich die Basilika Notre Dame. Gehe dann vor zu dem Aussichtsplatz und nun kann ich sehen, wie die Basilika richtig über der Stadt Lyon thront. Hier kann man auch die Halbinsel sehr gut erkennen. Vor uns die Saône und hinten der grüne Streifen ist das Ufer der Rhône. Lyon liegt in der geschichtsträchtigen französischen Rhône-Alpes-Region am Zusammenfluss von Rhône und Saône. Das ehemalige Hospital, heute Hotel Dieu, und die runde Kuppel vom Theater und davor das Rathaus. Gut, dass wir mit unserem Taxi so früh hier hochgefahren sind. Da hatten wir Glück, denn jetzt stehen schon über 10 Busse hier. Und da ist dann was los. Mit unserem Taxifahrer haben wir einen guten Preis ausgehandelt. Und so macht er noch eine kleine Stadtrundfahrt durch Lyon mit uns. Es ist übrigens ein Obus da, ein Elektrobus. Unsere Fahrradfahrer. Unsere Fahrradtruppe finden wir bei einer echten Besonderheit. Es hat schon Tradition in Lyon. Überall die bemalten Hauswände. Oft sind es große Fassaden, die komplett bemalt sind. Sei es mit Fresken oder einem Trompé. Einem täuschend echt wirkenden Bild. Gestaltet werden die Wandbilder von der Künstlergruppe City Kreation, die 1978 in Lyon entstanden ist. Nach und nach bemalen sie immer mehr Fassaden der Stadt und werben so Häuser und ganze Viertel auf. Heute bemalt die Künstlergruppe überall auf der Welt Fassaden. Insgesamt sind es bisher 600 Stück. Unsere Winterbacher Freundesgruppe ist fast wieder beieinander. Wir im Taxi und die anderen draußen auf dem Fahrrad. Vorbei geht es am Rathausplatz und am Theater. Hier sind wir schon zu Fuß entlang gegangen. Wir sind wieder am Schiff angekommen
und müssen heute leider mit dem Bus zum Bahnhof und dann wieder mit dem TGV nach Hause fahren. Wir waren 2 halbe Tage in Lyon. Den Film habe ich gerade gezeigt. Über die Flusskreuzfahrt auf der Saône und der Rhone habe ich 2 extra Filme gemacht. Völlig egal. Ich habe immer gesagt, die Röhrichbande. Oder? Jetzt müssen wir noch gucken, dass es die richtigen 33 sind. Das ist der Bus, der zum Bahnhof fährt. Letzte Chance zu sagen, da möchte ich gar nicht hin, ich muss doch zum Flughafen. Gut, das wäre die Chance gewesen. Das bedeutet, Sie fahren jetzt zum Bahnhof, egal ob Sie es möchten oder nicht. Ich hoffe, Sie möchten das. Sie haben ja geschaut, dass Ihr Gepäck alles eingeladen wird. Jeder hat nochmal drauf geschaut. The train is about to enter the station.